So, DS Airship Fortress. Ja, vorher hatte ich auch noch drei Themen im Kopf, die ich diesmal so besprechen will. Ich weiß zwar nicht, ob die das Video füllen werden, aber ja, werden wir ja dann sehen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix. Und diesmal sind wir noch weniger als nur Haut und Knochen. Wir sind einfach mal nur noch Knochen hier als Knochenbowser. Und ja, in der Feuerschleuder und oh Gott, ich habe mich gar nicht informiert, welche Cups wir schon hatten. Shit! Moment mal, da muss ich jetzt hochprofessionell mal nebenbei gucken. Okay, den Goldpilz Cup hatten wir als letztes und davor den falschen Fragezeichen Cup. Alles klar. Dann kommt jetzt der Cup von dem Item, das keiner mag. Nämlich von dem Sprungfederpilz hier. Heißt der, glaube ich. Okay. Dann schauen wir doch mal. DS Airship Fortress. Ich glaube, ich weiß, welche das ist. Ich habe die DS-Teile nie gespielt, aber ich kenne halt Let's Plays und so davon. Yoshi Lagoon. Keine Ahnung. N64 Choco Mountain weiß ich auf jeden Fall, was es ist. Den N64-Teil habe ich nämlich geliebt. Und Summer Starboy, keine Ahnung. Wir werden es ja gleich sehen. So, DS Airship Fortress. Ja, vorher hatte ich auch noch drei Themen im Kopf, die ich diesmal so besprechen will. Ich weiß zwar nicht, ob die das Video füllen werden, aber ja, werden wir ja dann sehen. Und da wäre zum einen das Thema Streaming. Der ein oder andere hat ja vielleicht gesehen, dass ich jetzt neulich vor ein paar Tagen, zumindest vor ein paar Tagen in Aufnahme, ich weiß nicht, wann ich das Video online bringe. Aber ich habe eigentlich nicht vor, es allzu lange auf meiner Platte allein zu lassen, sag ich mal, sondern es auch zeitnah online zu bringen, dementsprechend vor ein paar Tagen. Ja, habe ich ja angefangen, Mechanica zu streamen. Und das kam eigentlich auch recht gut an, was mich ist sehr freut. Und da habe ich mir ein paar Überlegungen zugemacht. Eine davon, ja, kennt ihr vielleicht schon. Ich glaube, das hatte ich schon mal angesprochen gehabt. Oh Gott, ist das schwer zu steuern. Auf jeden Fall werdet ihr eine von den Überlegungen beim nächsten Stream am Anfang sehen dürfen. Aber ich habe mir noch ein paar weitere Überlegungen gemacht, wie ich die Streams handhaben möchte. Gerade von solchen Story-Let's Plays, sage ich mal, die ich dann streame. Und eine davon ist eben, boah, voll den Tod weggerammt. So musste, nee. Auf jeden Fall eine davon ist halt, dass ich einen einzelnen Stream keinesfalls länger als 2 Stunden halten will. Dadurch, dass eben ja YouTube gerne mal auch einen Bug hat und dann nur die letzten 2 Stunden anzeigt und sonst würde ja eventuell was von der Story verloren gehen, was recht scheiße wäre. Also da nicht wundern, falls ich vorhab, länger zu streamen, weil ich so Bock drauf habe, dann werde ich da wohl nur mal drauf eingehen, dass sich niemand wundert und den Stream dann zwischenzeitlich einfach kurz ausmachen, bis YouTube gesagt hat, ja, hier Stream beendet und dann einfach wieder anmachen, ne? Beziehungsweise kann man das dann auch als kleine Pause machen, so wie es manche Streamer ja auch gerne machen. Dann passt es eigentlich ganz gut, ne? Aber dann müsst ihr euch da schon immer wundern. Dann ist nämlich dem Bug entgegengeschleudert. Ich mache zwar auch eine lokale Aufnahme, aber warum sollte ich was neu hochladen, was eigentlich schon da ist? Weil YouTube sowieso eine Aufnahme immer macht. Das macht YouTube immer. Und ja, da will ich mich einfach nicht so auf YouTube selber verlassen und bla, ne? Ich denke, ihr könnt es verstehen. Zum anderen habe ich hier die Überlegung bezüglich ja, Story-Spiele in einem Stream sind nicht unbedingt so das Wahre, weil man eben auch was verpassen kann, ne? Und da habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn ich auf meinem Discord-Server einen neuen Channel einrichte,
wegen Livestreams und da dann eben, ja, da kann man dann sich, schreibe ich dann eben rein, was das derzeitige, ja, das derzeitige, ja, Stream-Projekt ist, sag ich mal. Und dann kann sich jeder drunter schreiben, ob er, ja, Interesse an diesem Spiel hat oder nicht, wegen Stream und so. Und dann könnte ich da auf Discord nämlich mit Mentions an die einzelnen Personen, die da Interesse bekündet haben, dann sagen, hier, ich habe vor, in nächster Zeit ein bisschen zu streamen, und du hast da Interesse dran, deswegen, jetzt weißt du Bescheid. Und, ja. Da kann man sich dann quasi so, könnte man sich dann quasi für eine Art Benachrichtigung eintragen, weil die Streams ja doch immer recht spontan sind. Klar, zusätzlich wird es dann immer noch auf den Socials kommen, aber ja. Da läuft der Stream dann im Prinzip schon. Und klar, ich habe immer so ein paar Minuten Vorlaufzeit. So 5 bis 10 Minuten circa lasse ich immer Vorlaufzeit, dass ich auch ein paar Leute noch einfinden können schon mal und so. Gerade eben auch als kleiner Kanal ist das, denke ich, ganz gut. Und ja, dementsprechend kann es dann natürlich auch mal um diese Vorlaufzeit hin ein bisschen länger als 2 Stunden gehen, der Stream, auch klar. Weil die Vorlaufzeit, die kann ja ruhig vom Bug dann weggenommen werden. Das ist ja kein Ding. Aber, ne, wow. Ich hatte hier gerade einen kleinen Lag. Ich hoffe, dass die Aufnahme nachher nicht am Arsch ist. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist nur so eine Überlegung. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, beim nächsten Stream muss ich aber auf jeden Fall nochmal gucken, dass da die Lautstärke-Anpassung stimmt, weil die beim letzten Mal ein bisschen scheiße war. Was habe ich denn da gemacht? What? Ich habe voll gecheatet, oder? What the fuck, ey? Ich meine, ich beschwere mich nicht, dass das jetzt irgendwie geklappt hat, aber... Okay. Wow. Gut, auf jeden Fall, ja, so viel dazu. Und ach, man kann hier drüber boingsen. Okay, könnte man zumindest theoretisch. Was ist das für eine Strecke? What the fuck? Auf jeden Fall, ein... Geil. Ja, geil. Oh Gott. Ein anderes Thema wären genau. Genau, ist, ich weiß ich auch beides wieder sogar. Kommentare, da habe ich ja schon mal in meinem Minecraft-Talk ein bisschen drüber geredet. Ich habe ja in letzter Zeit auch teilweise sogar mehrere in einem Tag wieder diese bescheuerten Kommentare bekommen, von wegen, hey, schau doch auch mal bei mir vorbei, wir kleinen YouTuber müssen zusammenhalten, bla. Wo ich mir denke, Leute, ja, da gebe ich euch recht, irgendwie muss man ja schon zusammenhalten, aber das funktioniert nicht durch einfaches, ja, hingehen, Abo dalassen und hoffen, dass der das auch macht. Also, das bringt niemandem was. Das erzeugt nur tote Abos und die bringen niemandem was, weil du brauchst ja Interaktion auf YouTube. YouTube steht, der Algorithmus steht ja auf Daumen und so weiter, wenn die Leute mit einem Video oder dem Stream eben interagiert haben. Das mag der YouTube-Algorithmus. Dementsprechend bringen dir da tote Abonnenten gar nichts. Und dementsprechend ignoriere ich solche Kommentare auch immer rigoros. Vor allem, weil sie als kleiner YouTuber hat man die so häufig. So verdammt scheiß häufig. Ja, aber es gab in den letzten Tagen auch durchaus einen Lichtblick an Kommentaren, der sehr unerwartet kam. Und zwar hat Orange4, beziehungsweise auf YouTube heißt er wohl anders. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Irgendwas mit Dark war's. Glaube ich. Ich habe den Namen gerade immer im Kopf. Auf jeden Fall Orange4. Wem das jetzt nicht sagt, das ist der Ersteller von Moonlight Sun, einem sehr genialen Spiel, das ich auch auf diesem Kanal Let's Played habe. Angefangen dieses Let's Play bei mir zu gucken und auch kräftig darin zu kommentieren, alle paar Parts mal. Und ja, scheinbar hat er an meinem Let's Play genauso viel Freude wie ich am Spiel und das ist doch super und da kommen auch, ja,
darf ich auch sehr interessante Dinge zu dem Spiel lesen, was sich dabei gedacht wurde und pipapo und wo die einzelnen Materialien herkommen. Und einmal hat er mir auch dann die Musik, die ich so gefeiert habe, die Originalversion davon verlinkt, weil der Epic Maker, der kann ja nur MIDIs abspielen, standardmäßig und so weiter und so fort. Wirklich, wirklich recht cool und ja, an einer Stelle hat er dann auch eben, ja, so eine Info mal gedroppt in einem Kommentar, dass er derzeit auch ein neues Projekt am Erschaffen ist und dazu wird dann das nächste Thema nämlich auch handeln. Auf jeden Fall, das kam wirklich sehr unerwartet und das freut mich wirklich sehr, ey. Das finde ich cool, also Wahnsinn. Und ich finde es da auch echt interessant, dass sowas immer bei, oder was heißt immer, aber doch bei mir eigentlich schon immer, recht häufig bei den Epic Maker Spielen passiert, dass ich coole Kommentare bekomme. Eigentlich meistens bei den Epic Maker Spielen. Ist wohl halt doch eher eine Nische, denke ich, und dementsprechend gibt es da vielleicht auch nicht so viel Konkurrenz. Was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist es ja nicht das erste Mal, dass was Cooles bei Epic Maker Spielen bei mir passiert ist, kommentarmäßig. Also, finde ich schon cool, freut mich sehr. Gerade mal 8 Punkte, oh Gott, mit dem Auto bin ich ja voll am Verkacken. Naja, auf jeden Fall, ja, ich habe ja bei RPG Maker Spielen dann auch schon so Kommentare bekommen, wie eine Top-Platzierung meiner Synchronstimmen von jemandem, der von einem Zuschauer und lauter so Zeug. Und, ja. Auch Moonlight Sun ist genauso wie To the Moon, welche ich beide sehr feiere, auf ihre ganz eigene Art. Sind mir beide sogar auch von derselben Person empfohlen worden. Und ja, dann jetzt eben der Orange 4, der da kommentiert hat, und einmal auch der German Let's Play, der mal kommentiert hat. Also das immer, wirklich immer bei RPG Maker Spielen, dass sowas passiert. Der Wahnsinn. Feier ich, weil ich auch diese Art Spiele sehr feiere. Aber jetzt mal. Ja, jetzt können wir mal losfahren, wollte ich sagen, ne? Also, nachdem uns jetzt wieder alles getroffen hat, können wir jetzt endlich mal losfahren und was soll das denn sein? Sollen das Schokoladentafeln sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, kam ich über Onshore dann eben zu einem weiteren, Thema, weil mir kam da so eine Idee für ein neues, wow, für ein neues Format auf meinem Kanal, wo ich noch nicht weiß, ob ich die so wirklich umsetzen werde, aber bezüglich seinem neuen Projekt, ich habe da dann nämlich auch mal in das Forum reingeguckt, da wo ich mich ursprünglich auch extra angemeldet hatte, weil ich gesehen habe, dass es da auch mal Probleme bei jemandem gab mit Moonlight Sun wegen dem Titelbildschirm und dem Ladenmenü vom Spiel und so. Und da ich eben da so ein bisschen weiß, dass Windows 7 zumindest da was recht Spezielles macht, wenn man das Spiel zum Beispiel in dem Programmordner gespeichert hat, wo man ja als normaler User keine Zugriffe drauf hat, und das Lademenü dort über ein spezielles Skript aufgerufen wird und nicht über die RPG Maker eigenen Eigenschaften, habe ich da halt mal eben was dazu geschrieben gehabt. Und dadurch bin ich ja sowieso schon auf dem Forum angemeldet. Und die Überlegung ist jetzt, in diesem Forum gibt es eben auch diverse Spiele und Konzeptvorstellungen von diversen Leuten, eben auch von ihm. Und da ist jetzt meine Überlegung, hättet ihr da Lust drauf, wenn ich da hin und wieder mir so eine Konzeptvorstellung dort raussuche und dann mal, ich sag mal, meine 5 Cent dazu abgebe, was ich so davon halte und da dann ein Video zu mache und dann eben zusätzlich auch das nochmal in Textform dann in dem Forum eben auch als Antwort schreibe, schön zusammengefasst, weil ja sicherlich nicht jeder meine Videos schaut. Hättet ihr da Lust drauf? Ich glaube, das könnte nämlich ganz cool werden, weil man da, glaube ich, einiges Interessantes auch kennenlernen könnte. Gut, bei seinem... Wow. Nein, ich habe doch extra noch gebrennt. Gebrennt? Gebremst. Gut, bei seinem kommenden Projekt
der ist jetzt für mich nicht unbedingt blind. Ich habe mir das ganze, den ganzen Beitrag schon durchgelesen, aber noch nicht weiter durchdacht, sag ich mal. Aber es sieht auf jeden Fall recht cool aus. Also, muss ich schon sagen, gefällt mir schon sehr gut, was ich da gesehen habe, aber ich habe jetzt noch nicht genau drüber nachgedacht, sag ich mal. Ich habe noch nicht hinterfragt und so. Das müsste noch getan werden. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock hättet. Oh, jetzt haben wir aber mega aufgeholt. Ich glaube, vorher waren wir noch 9. oder 10., ne? Und jetzt sind wir 4. Wahnsinn. Wahnsinn! Gut, eins vorab, das wäre jetzt halt natürlich kein Format, das man jetzt irgendwie safe wöchentlich oder monatlich bringen könnte, weil das halt ganz drauf ankommt, eben auf Vorstellungen, auf Konzeptvorstellungen und so. Und ja, da weiß man halt nie, wie viele es jetzt da neu gibt, ne? Oder ja, theoretisch könnte man sich da auch Demos von schnappen. Manchmal werden da auch Demos vorgeschlagen und pipapo. Und das ist auch sowas, weil ich habe ja im Prinzip auch schon meine Playlist von Prototypen und sonstigen Demos oder irgendwie so habe ich die genannt, glaube ich. Wo ich zum Beispiel auch den Vampirstone 3 Prototypen drin habe und die Yooka-Laylee Toybox und so, die ja beide keine wirkliche Demo sein wollten, aber es ja dann doch irgendwie sind, wie ich finde. Und ja, da könnte man sich dann auch entsprechend dort Demos schnappen und ich glaube, das könnte halt wirklich ganz interessant sein. Das ist halt so mein Gedanke dazu, ne? Und ja, also ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Vielleicht blende ich ja auch so ein paar Abfragen jetzt mal ein, wo ihr dann oben auf so ein i drücken könnt oder eben am Handy dann irgendwie auf ein i touchen oder so. Ich weiß nicht, wie es da abläuft. Und falls jemand keine Kommentare schreiben will, dann kann er das dann auch gerne dort machen und beantworten. Falls ich es vergessen sollte, erinnert mich bitte dran. Dann ne, reiche ich das noch nach. Ach ja. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gerade freue, wieder Mario Kart Wii aufzunehmen, auch wenn ich total verkack. Beziehungsweise Mario Kart Wii Custom Drag Grand Prix. Langer Name. Oh, dies mit den Autos. Ach, das war die Strecke. Oh Gott. Ja, die ist nicht so toll. Vor allem, ich hätte jetzt hier auch voll unfair gegen dieses blöde Ding bouncen können, gegen den Laster. Gut, ich fahre jetzt hier eh nur Scheiße zusammen, ich weiß, aber... Was zum... Ich habe halt auch eine komische Kombi, ein komisches Auto. Kann ich hier eigentlich auch unten lang? Ich kann. Ja, ja, genau das. Genau das. Ah, oh Gott, ey, diese Randomness. Ja, diese Randomness. Also, sorry, also. Hallo, 12. Platz. Was anderes wird's nicht. Sollte mich stark wundern, wenn da was anderes aus dem 12. Platz rausspringen sollte. Oh, hi, Wario. Ciao, Wario. Oh, ich dachte, ich bin jetzt cool. Gehe hier schon mal in die Kurve. Ach, das war jetzt der Wario, ne? Ernsthaft? Du Sacknase. Ja, ich sag ja, 12. Platz, ne? Wow, geil. Und trotzdem noch 6. Wow. Was haben denn dann die anderen dahinter gemacht? Guck mal, nicht mehr all die CPU-Konter gescheit waren. Die ist voll gegen die Wand gefahren. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Gut, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch zu hoffen, dass die Aufnahme nicht am Arsch ist, weil Mario Kart Wii Custom Track Copy mir schon so manchmal technische Probleme bereitet hat, sag ich jetzt mal. Nicht die Wii, sondern halt mein PC-Setup hier. Aber ich denke, das dürfte passen. Ja gut, ansonsten war's das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen.
Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.